Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Ich gebe euch heute einmalige Tipps, wie ihr den besten Sonnenbrand eures Lebens bekommt, der dann auch wirklich schön rot ist und wehtut. Und zwar ist es super easy. Ihr braucht eigentlich gar nichts. Und zwar, ihr geht einfach in der prallen Sonne 2 Stunden in der Ostsee an den Strand, macht keine Sonnencreme drauf, auf gar keinen Fall Sonnencreme drauf machen, weil das verschlimmert das Ergebnis. Also dann bekommt ihr nicht das Ergebnis, was ihr haben wollt. Dann knallt ihr euch 2 Stunden lang in die Sonne und tada, ihr habt den besten Sonnenbrand eures Lebens. Okay. Wolltet doch bestimmt schon immer mal von mir einen, wie heißt das? Fashion Haul sehen. Nein, eigentlich will ich euch nur meine unglaubliche Jacke zeigen, die ich gestern gekauft habe. Ich habe endlich gestern meine allererste und heißersehnte Nakatano Jacke gekauft. Also ich mache das jetzt quasi einer Kundin nach, die hat mir das erzählt und das ist ziemlich cool. Sie hat gemeint, sie kauft sich im Urlaub immer irgendwelche Klamotten und das ist nämlich insofern toll, weil du dann halt irgendwie so eine Verbindung zu dem Urlaub mit den Klamotten hast. Und das habe ich gestern auch gemacht und ich habe mir eine Nakatano Jacke gekauft und schaut mal, die hat nämlich diese Anker drauf und damit ist die ja die perfekte Erinnerung, oder? Und was halt noch super cool ist, ist, dass das, was ich euch zeigen wollte, nicht da ist. Oh ja, genau. Dann können wir ja mal sowas von einem Partnerlook gehen, die Hunde und ich, oder? Also, ja, egal. Ich werde jetzt mit den Hunden wieder zum Strand gehen. Erstmal eine Runde spazieren, dann gucke ich mal, es ist heute ziemlich windig, ob es zu kalt ist, noch ein bisschen am Strand rumzuliegen. Und heute Abend freue ich mich schon, dass nämlich ein kleines Mini-Instagram-Treffen mit ein paar Leuten von Instagram. Ich glaube, wir sind zu 5 da insgesamt und ein paar Hunde. Und dann nehme ich euch natürlich auch mit. So, wir sind jetzt unterwegs zum Strandfest nach Travemünde. Es ist ungefähr 13 Uhr, wir haben wieder herrlichstes Wetter. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das dort ist. Und ja, mal sehen, was man dort so kaufen kann. Essen! Meine Ebi ist auch am Start. Los geht's. Okay, Kommando zurück. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich meine Kamera gar nicht mit habe. Und die wollte ich schon gerne dabei haben. Das heißt, ich muss jetzt noch mal wieder zurück. Da sitzt Zelda. Guckt immer aus dem Fenster raus. Hallo Mäuschen! So, ich habe jetzt noch mal beschlossen, einen kleinen Abstecher über den Strand zu machen, dass die Hunde noch mal laufen können. So, und da drüben ist nämlich das Strandfestival. Oder Strandfest oder whatever.
Ja, das ist so scheiße, gell? Tschüss. Oh! Hallo! Hey, ich so, hä? Schaut mal, Leute, ich habe gerade ein Falafel-Dürüm geschenkt bekommen. Ich habe nämlich hier die Lisa getroffen. Lisa Mukrasi, wer sie kennt. Also, ich weiß nicht, ob die Lisa mal Hallo sagen will. Nee. Also, sie ist auch Fotografin übrigens, hier oben. Und die haben hier immer so auf solchen Festen so einen ganz tollen Stand. Falafelwelt.de und dann verkaufen sie Falafeldöner und das schmeckt echt übelst gut. Also, falls ihr mal einen Falafelstand braucht. Schreibt es natürlich Pflicht. Ich habe sogar ganz schön viele Postkarten geschrieben. Ich glaube 9 oder 8 Stück an Familie und Freunde. Früher habe ich das irgendwie immer gehasst, als ich klein war, aber jetzt. Ja, das musste sein. Alles. Das ist ja toll. Warum sind das? Viel Training. Viel Training? Ja, genau. Aber die kennen das mittlerweile, also. Ja, ja. Ich bin ein bisschen müde. Bist du dann müde, ne? Ja, auch. Viel zu müde. So, jetzt geht's wieder heim. So sieht das aus, wenn meine Nachbarn meine YouTube-Videos gucken.